Den Dies Academicus nutzt die Freie Universität Bozen traditionell dazu, neue Professoren zu begrüßen, Professoren und Studierende für Forschungsleistungen und ihr Engagement für die Uni zu ehren und in diesem Jahr erstmals in den Ruhestand gegangene Professoren zu verabschieden. Es war dies auch der erste Dies Academicus für die neue Präsidentin der Universität Ulrike Tappeiner. Nun, ein Dies Academicus ist immer auch ein Feiertag, wo man Leistungen auf die Bühne bringt, vor den Vorhang holt. Wir werden einerseits Professorinnen verabschieden, neue Professoren begrüßen. Und ich möchte eigentlich auch aufzeigen, wie wichtig und entscheidend die Rolle der Universitäten gerade heute ist, in einer Zeit, wo sehr viel Unruhe da ist und wo außerdem die Währung weltweit eigentlich die Wissenschaft ist oder wissenschaftliche Erkenntnisse, da kommt einer Universität eine ganz entscheidende Rolle zu. Die Feier der Gemeinschaft der Freien Universität Bozen stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Musik. In seiner Festrede sprach Stefan Elmer von der Universität Zürich vom Einfluss der Musik auf eine verbesserte Sprachverarbeitung. Seit etwa 30 Jahren wissen wir, dass Musizieren das Gehirn funktionell und auch strukturell sehr stark verändert. Das heißt, nicht nur die Hörerin ist betroffen, aber auch Gebiete, die zuständig sind für höhere kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Hemmungsfunktionen und so weiter. Und mittlerweile gibt es Evidenz, dass Musiker tatsächlich unterschiedliche Vorteile haben im Bereich der Sprachverarbeitung. Und diese Vorteile, die kann man zum Beispiel auf Segmentalebene beobachten, also wenn es darum geht, Vokalen oder Silben zu verarbeiten, aber auch natürlich bei komplexeren Sprachaufgaben, wo es zum Teil geht, eine neue Fremdsprache zu lernen. Rektor Professor Paolo Lulli wies in seiner Rede auf die stetig stärkere Vernetzung der Uni mit internationalen Forschungspartnern und Partnern vor Ort hin. Die Suche nach den besten Professoren garantiert die Qualität der Forschung und der Ausbildung. Wir wollen exzellente Leute und muss man auch sagen, dass wir schaffen auch sehr gute Professoren. Das heißt, entweder ob wir direkt jemanden aus dem Ausland berufen oder durch einen Wettbewerb das tun. Wir schauen immer, dass die Qualität, die Exzellenz in Forschung und Lehre vor alle anderen steht. Rektor Lulli stellte bei der Feier auch die 11 neuen Professoren vor, die im laufenden akademischen Jahr ihre Arbeit an der Freien Universität Bozen aufgenommen haben. Erstmals wurden Professoren der Freien Universität Bozen verabschiedet, die im vergangenen akademischen Jahr in Pension gegangen sind. Zum Abschluss des Dies Academicus wurden Professoren, Forscher und Studierende für besondere Leistungen ausgezeichnet.